Hallo Leute, willkommen zurück zu OMSI 2. Heute wieder mal das Gräfrad noch immer. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, fahren wir heute die Linie 55 mit einem kaputten Solaris. Scheinbar kaputt. Schaut zumindest sehr kaputt aus. Nee, das wird sich normalisieren, sobald wir die Elektrik einschalten. Oder? Oder auch nicht. Oder sobald wir Druckluft haben. So, Gang anlegen. IBS einstellen. Linie 55 haben wir gesagt. Route wahrscheinlich 1. Genau. Zum Wolfsee. Westhafen zum Wolfsee. Fahrzeit ungefähr 20 Minuten. Wenn sich denn der Druckluft irgendwann aufbaut. Wenn der Druckluft. Der Vorratsdruck wollte ich sagen. Da passt das der. Vorratsdruck zu gering. Tja. Schildert hat er schon. Der ist scheinbar wirklich leer. So wie der da hängt, haben wir null Luft an Bord. Aber wirklich null. Bewegt sich nach oben, langsam aber doch. Ja, 6 Bar sind eigentlich okay, glaube ich. Kraftstoff machen wir allzu viel. Na gut. Wo ist unsere Starthaltestelle? Da vorne. Machen wir die paar Fenster auf, die wir haben. Guti. Westhafen. So, Abfahrt in 17 Minuten. Na gut. Ich würde mal sagen, stellen wir die Zeit vor. 15:20 Uhr fahren wir ab. 15:19 Uhr. Eine Minute haben wir dann noch zum Stehen. Das wollte ich nicht. Aber so wie es ausschaut, wie keiner mit. Naja, Gelenkbus. Werden die Kamera eingestellt? Okay, mir wundert nichts mehr. Gut, Linie 55, soweit ich weiß, hat es eine neue Route bekommen. So, jetzt schauen wir, dass wir da rauskommen, ohne dass der Knickschutz anspringt. Nächste Haltestelle, Siemens. Siemens, ah ja.
Kannst vergessen, der Bus hat ja keine automatische Weiterschaltung. Das hat er nur der mit Almex. Das ist nicht die Version mit Almex. Ich hätte eigentlich auch fahren können. Was war das? Ihr habt es auch gesehen, oder? Hallo. 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 Ihr habt es auch gesehen, oder? Ja? Gut. Guten Tag. Weiß ich, was euer Problem ist, ihr hättet locker vorbeifahren können. Aber bitte. Nächste Haltestelle, Burgstraße. Ja, ich bin jetzt vom Citaro gewohnt gewesen aus der letzten Folge, dass der automatisch weiterschaltet. Aber das macht der Solaris ja nicht. Ups, das war der Randstein. Hallo. Ja, jetzt stell dich neben mich, du Gepäckstück, du. Nächste Haltestelle, Rathaus. Ja, zum Erzählen gibt es eigentlich nicht viel Neues. Jetzt hat sich das Wetter wieder einigermaßen beruhigt, jetzt kann man ein bisschen aufnehmen. Jetzt soll zwar bis zum Wochenende wieder 30 Grad kriegen, aber ab nächster Woche dann wieder runter 25. Ich hoffe, sie haben recht. Und ich sage einmal so, solange es keine 38 Grad wieder kriegt, ist alles okay. Weil die sind wirklich mehr als unnötig. Ja, bestimmt sogar. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, auf der Linie macht der Schlenke sogar Sinn. Nächste Haltestelle, Güterbahnhof.
Nö, niemand mehr. Nächste Haltestelle, Krefrath Hauptbahnhof. 55 geradeaus. Nächster Halt, Krefrath Hauptbahnhof, haben wir da nicht gerade? Kommt ja zweimal vor. Alles war Güterbahnhof. Okay. Tja, rote Ampel, mal wieder, zur Abwechslung, kann ich mal einen Schluck trinken. Interessante Ampelphase, dauert ein bisschen lang. Oh, es wird grün. Juhu. Das heißt aber nicht, dass wir über die Ampelphase drüber kommen. Ich werde mich bemühen, dass wir drüber kommen. Ja, passt. Ich schätze mal, das ist Krefrath Hauptbahnhof, obwohl nichts da steht. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Ja, ich würde sagen, hallo. Auf der Linie rechnet sich ein Schlenki. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Da sollten wir sogar überlegen, ob es da vielleicht eine Straßenbahnlinie draus machen. Nächste Haltestelle, Wertherweg. Okay, wir müssen hier gerade weiter. Ich glaube, unser Bus ist, naja, gut gefüllt, sage ich mal. Das ist schon Wertherweg? Ja, tatsächlich. Schönen guten Tag. Nächste Haltestelle, Schustergasse. Das war klar. Wie soll man denn da einen Fahrplan einhalten, hä? Gar nicht, wir sind schon 2 Minuten spät.
Bitte fahr! Hallo? Worauf wartest du? Komm ich da rüber wahrscheinlich? Jetzt. Du weißt nicht, was, wie ich dich titulieren soll. Sicher nicht. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, alter Bahnhof. Hä, muss ich jetzt abbiegen oder gerade weiter? Liebe Leute, ich meine, da ist eine. Was? 8? Ah, das ist 58, na gut, dann müssen wir abbiegen. Zeit plus 2,5. Muss ich jetzt echt wegen dir da stehen bleiben? Hallo. Nächste Haltestelle, Meidern. Oh, ein LKW. Sowas. Was ist das denn hier? Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. LKW oder Auto? Auto. Hallo. Gut, die Stelle ist auch fies. Nächste Haltestelle, Siebenkamp. Die Stelle ist da echt fies. Nächste Haltestelle, Krämerplatz.
da ist eine Ampel. Ja, der Unfall war unnötig, aber es hat nicht mal das Unfall zählt, also ist okay. Beinahe packe das Auto. Meine Güte, da wird einem ja schlecht. Schauen Sie mal. Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Hallo. Schönen guten Tag. Kein Kommentar. Nächste Haltestelle: Regatta Bar. Zum zweiten Mal ist das passiert auf dieser Map. Nicht mein Problem, wenn ihr mir reinfahrt. Hoppala. Hallo. Unglaublich. Hallo. Nächste Haltestelle, Wedau Bahnhof. Ach Leute, ich sag's euch. Ich kann für den Unfall nichts. Absolut gar nichts. Schönen guten Tag. Schon wieder rot. Wohin muss ich? Gerade weiter, oder? Anscheinend. Anscheinend. Nächste Haltestelle. Mannesmann Ali. Eine scharfe Kurve. Wie ihr meckert, ich fahre 40.
Der Mauszeiger nervt. Bisschen. Nächste Haltestelle, Kiesweg. Kiesweg. Oi. Bitte das nächste Mal ein bisschen früher ansehen, dass wir da rechts abbiegen müssen. Nicht ungefähr 3 Meter davor. Schönen guten Tag. Plus 3? Ehrlich? Also ich weiß nicht, was ich falsch mache. Nächste Haltestelle am See. Scheinbar wird niemand mit. Nächste Haltestelle, Wolfsee. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Wie soll ich in die Haltestelle rankommen? Wolfsee Terminus. Welcher Unfall jetzt schon wieder? Wo muss ich hin, bitte? Achso, okay, verstehe. Ach, wer hat sich denn das einfallen lassen, dass mir dann Gelenk muss? Zu spät. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Zeit liegen habe lassen, aber irgendwo habe ich es liegen lassen. Ja Leute, das war unsere Fahrt auf der Linie 55. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.